Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stoneheart. Bei unserer Großbaustelle hier oben sollte es jetzt auch wieder weitergehen, nachdem ich in der letzten Folge ja lange Zeit vergessen habe, den Stadtkampfmodus auszuschalten. Ist das in unserem Gebiet oder ist es außerhalb? Ist außerhalb, aber es ist so ein fetter. Ich weiß nicht, sollen wir den mal platt machen? Besser wäre das, oder? Hier, komm, rotes Team, Angriff auf den Fetten hier hinten. Und grünes Team auch hier gleich Steingolem platt machen. Bitteschön. So, müssen wir auch keinen Alarm auslösen, den wir dann wieder vergessen. So, ich hoffe, dass jetzt hier mal die Felder geräumt werden. Wenn die geräumt sind, wenn hier die Blümchen weg sind und so, dann werden wir da noch zusätzliche Felder anlegen. Dann werden wir da nochmal Weizen anbauen und Mais. Ich würde sagen, einmal Mais und einmal Weizen. Und ich hoffe, dass wir dann so ein bisschen auch hier unsere, ja, unser, Nahrungsproblem gelöst bekommen. Ich würde sagen, wir haben ja noch Setzlinge da, 34 Stück, da setzen wir einfach jetzt hier nochmal ein bisschen was hin. Wir können schön hier wachsen auf unserer großen Freifläche hier. Dann haben wir später nämlich auch hier ein bisschen Holz. Und dann sieht es nicht so karg aus hier. Ich setze es absichtlich mal so ein bisschen wild, damit das nicht so, ja, gleichmäßig aussieht. Hier ist noch ein Lager, ist okay. So, hier unten dann das. Ja, das passt. Bäume fällen hier, die sind immer noch nicht gefällt. Was macht denn hier der Kampf? Der ist erledigt. So, haben wir noch irgendwo hier Monsterchens? Ah ja, da. Sieh mal einer an. So, wir machen gleich weiter mit dem Kampf. Hier, rotes Team, Angriff auf die Gruft und grünes Cream Team, Angriff auf die Gruft. So. Da haben die doch wieder hier so eine Gruft hingebaut, ohne dass wir es gesehen haben. So, hier oben ist dann, hier ist noch ein zweites Tal. Das ist natürlich auch interessant. So, wir haben es hier oben eingenistet, aber ich glaube, hier ist ein bisschen langweiliger. Hier passiert nicht so viel. So, wir gucken mal, wie jetzt hier der Kampf gleich losgeht. Tägliches Update. So, haben wir nicht geschafft? Haben wir geschafft? Haben wir geschafft? Okay. So, hier werden keine Gruften gebaut für irgendwelche Zombies. Das ist keine Nachbarschaft, die wir gerne haben wollen. Wir haben zwar nichts gegen friedliche Leute, aber die haben nichts Friedliches hier im Sinne. Die wollen hier nur Terror machen. Und außerdem gibt es hier immer schöne Sachen zu finden. Guck mal, wir haben hier Gold, wir haben hier, ich glaube, das ist sogar Stahl. Aber vielleicht sollten wir die auch einfach ignorieren, wenn die hier hinten bauen. Das ist ja so weit weg. Eigentlich dürfte ja da das in der Mitte nehmen wir mit. Die Steine, doch, die Steine nehmen wir auch mit. Die Steine können wir auch sehr gut gebrauchen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Da müssen wir die ganze Zeit jetzt hier ein Auge drauf werfen, damit jetzt hier keine Angriffe stattfinden. Was? So, hier ist natürlich auch alles voll mit Steinen. Da haben unsere Träger viel zu tun, das alles einzusammeln. So, wir gehen mal hier weiter und gucken, wie es jetzt hier so aussieht. Hier, diesmal haben wir keinen Stadtkampfmodus an, oder? Ne, alle Leute sind unterwegs, okay. So, wie sieht es hier oben aus? Wird hier mal gewerkelt. So,
So, hier, wir haben genug Holz da, wir haben Laternen genug da. Es ist eigentlich alles soweit okay. Holzkommode können wir nochmal nachbauen und Holztüren könnten wir auch nochmal nachbauen. So, wir gehen aber zum Schreiner. So, und... So, was will er denn tauschen? Das ist jetzt alles so Zeug, das können wir nicht gebrauchen. Ja, komm, das war's. Ciao. Wir wollten jetzt hier Kommoden bauen. Ich habe eben erst Kommoden gebaut. Ich sag mal jetzt hier, er soll 3 Stück bauen. Und dann waren es noch Türen. So, wir hatten ja die ganz normalen Holz-Doppeltür. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es waren die normalen hölzernen Türen. Ja, wir gucken lieber nochmal nach. Nicht, dass wir irgendwas herstellen, was wir gar nicht gebrauchen können. So, wir gehen dann mal hier oben zur Baustelle. Und hier kommen hölzerne Türen rein. Okay. So, nochmal hölzerne Türen herstellen. Das sind Fensterrahmen. Hölzerne Tür. So, machen wir 3 Stück. So. Na komm. Und hier unsere Wache kommt jetzt auch zurück. Hier oben soll noch ganz viel eingesammelt werden, weil noch ganz viel Zeug rumliegt. Da haben die schon mal ganz schön viel zu tun. Ja. Das Problem ist, jetzt haben wir den irgendwie... Oh, die Hühner haben Hunger. Gibt es denn kein Hühnerfutter oder was? Fehlen Karotten. Das ist ein echtes Problem, denn wir können keine Karotten nachkaufen. So, jetzt ist hier frei. Dann machen wir hier nochmal Karotten. Und machen hier drüben... Ich mach mal Getreide hin, Weizen. So. Gut, das läuft alles. Wir rufen uns nochmal einen Händler. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt mehr bei denen handeln können. Nee, der hat wieder das gleiche wie gestern. Zum Verkaufen sind die gut, aber zum Kaufen sind die echt schlecht, weil die ziemlich wenig haben. Allerdings könnte es durchaus sein, dass die zuerst irgendwie ja, Erfahrungspunkte sammeln müssen oder so. So, also hier wird jetzt schön angebaut. Da sind noch die ersten Pflanzen gesetzt. Nee, doch, hier sind Pflanzen gesetzt. Da fehlen noch 2, das müssen wir noch nachholen. Okay. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen läuft das Ganze jetzt hier so. So, wir gucken mal, was unsere Handlanger also alles tun. Die machen hier Wiederbefüllen mit Elementen. Gräbt. Was graben sie denn? Ja, also wenn du hier irgendwie anfängst, im Boden rumzugraben, dann sind die sofort dabei. Dann machen die sofort hier... Das machen die sofort. Alle anderen Aufgaben bleiben halt leider total liegen. Aber es ist ja nur noch diese kleine Ecke hier.
Ich glaube, das sollte schnell erledigt sein. Und danach werden wir erstmal hier mit dem Abbauen ein bisschen uns zurückhalten. Vielleicht kriegen wir dann auch oben mal so ein bisschen was fertig. Denn ich mag es gar nicht, wenn Baustellen nicht fertiggestellt werden. So, das sieht auch schon ganz gut aus. Kommen auch gut voran. Wie gesagt, hier noch diese kleine Ecke müssen wir noch machen. Und dann sollten wir wieder Steine haben und auch Erz haben wir dann in der ganzen Menge. Eine ganze Menge. Ja, das sollte ja nicht mal so lange hier dauern, wenn das Spiel nicht andauernd speichern würde. Ich glaube, wir gehen das im Schnittmodus wieder raus. So. Es dämmert. Ich weiß nicht, ob die Sonne aufgeht oder untergeht. Sekunde. Die geht, glaube ich, gerade unter. Sieht aus wie untergehende Sonne. So, hinten soll ja gesammelt werden. Ist da schon jemand unterwegs? Nö, keiner unterwegs. Hier muss ich nochmal einstellen, dass gesammelt wird, weil hier liegt auch noch einiges rum. So. Ja, aber ich hätte jetzt gerne, dass hier weitergearbeitet wird. Warum stockt bloß immer diese Baustelle? Es ist genug Holz da, es ist Holzlaternen für die Wand sind genug da, das ist da, das ist da, das ist da, das ist hier und das auch. Hm, gerade ein bisschen ratlos, warum es nicht weitergeht. Warum schaffen die jetzt nicht weiter? Ich dachte, es würde wirklich am Holz und an den Steinen liegen. Aber sowohl Holz wie auch Steine sollten wir jetzt auf Lager haben. So, wir gucken mal. Bei Holz ist immer noch nicht eingelagert. Aber hier, die Bäume sind alle schon gewachsen. Vielleicht machen wir hier nochmal so ein bisschen, fällen mal wieder ein paar Bäume. Von denen, die wir gerade gesetzt haben, vor ein paar Minuten, die sind schnell gewachsen. So, man sieht hier, wie stark das ruckelt. Wir haben gerade 7 FPS, 6 FPS. Das reicht eigentlich zum Aufnehmen nicht auf, aber hier das Spiel, das macht es eigentlich so, dass man hier trotzdem noch spielen kann. So, so ein bisschen jedenfalls. So, hier die Bäume stehen immer noch, obwohl ich die schon vor letzte oder vorletzte Folge habe ich die schon in Auftrag gegeben, dass die geschlagen werden sollen. Wir gucken nochmal unten im Untergrund, wie es da so aussieht. Hier ist also alles weggeschlagen, die müssen wir noch raustragen. Dann Schnitt wieder aus. So. Wir lesen mal nach, was die gerade machen. Wieder befüllen mit Elementen. Mhm. Klingt gut. So, da düsen jetzt ein paar oben in die Richtung von unserer neuen Station. Wir gucken mal, ob die was dabei haben. Jetzt haben wir uns natürlich hier mit den neuen Bäumen ganz schön die Sicht verbaut. Die haben Setzlinge. Okay, Setzlinge.
So, die sind hier unterwegs. Sie gehen auf jeden Fall ganz nach oben. Ne, die haben Setzlinge dabei. Die machen hier auf jeden Fall erstmal die Setzlinge irgendwo hin. Gut, jetzt hier. Jetzt müsste aber langsam mal hier vorangehen. So, das sind kleine Bäumchen. Ja, was kontrollieren wir denn jetzt nochmal? Hier, guck mal, die Steine sind auch noch nicht einsortiert worden. Ich muss nach dieser Folge irgendwie mal rausfinden, wie man diese Grenze vom Lager ein bisschen anheben kann. Es ist einfach nichts da, was ich löschen kann. Ich könnte jetzt Zäune verkaufen. Wie viel müssen wir denn loswerden? 223, okay. Ja, es muss erstmal Tag werden. Wir gehen mal hier auf den schnelleren Modus. Dann müssen wir halt mal radikal alles verkaufen, was wir gerade nicht brauchen. So, wir rufen so mein Händlerchen herbei. So, jetzt sagen wir mal hier verkaufen. So, wir brauchen halt wirklich Platz. Wir brauchen über zwei, also wir brauchen eigentlich 300 Platz. Dann verkaufen wir hier mal die Lattenzäune. Und die Türen. Ich kaufe jetzt mal ganz schön viel. Weil ich so ja gar nicht spielen kann. Ich bin ja keiner, der sowas macht. Also normalerweise tue ich mir Vorräte anlegen und nicht irgendwie das Lager andauernd leer verkaufen. Es tut mir im Herzen weh, dass ich jetzt so viel Zeugs verkaufen muss. So. Essen dürfen wir auf gar keinen Fall verkaufen. Ich glaube, Steinsitze können wir auch verkaufen. Das hier verkaufen wir. Davon verkaufen wir auch ein paar. Das hat aber noch nicht gereicht. Wir müssen noch viel mehr verkaufen. Die Steine wollen wir gleich setzen. Das hat keinen Sinn, die zu verkaufen. Hier. Das ist echt doof, dass ich das verkaufen muss. So, das sind Steinbrocken. Die brauchen wir auf jeden Fall für das Bauen von unseren Häusern. Wir haben jetzt Zinn, 99 Zinn. Ich würde sagen, verkaufen auch davon mal ein bisschen was. Nicht, weil ich es nicht brauche, sondern einfach nur wegen dem Platz. So, hier Blümchen haben wir auch ein bisschen zu viel. Es tut mir echt in der Seele weh, dass ich so viel verkaufen muss. So viel Kupfer brauchen wir nicht. Und bis das geschmolzen ist und verarbeitet ist, das dauert echt so lange, da müssen wir leider hier ein bisschen was von verkaufen. So, Holz haben wir 30, das ist auch sehr, sehr knapp. Eindringlinge nähern sich. Dann gucken wir erstmal die Eindringlinge an. Haben wir geschafft? Also haben wir nicht geschafft. So, Eindringlinge nähern sich. War da jemand von uns dazwischen oder was? Hier, komm. Wache. Angriff.
und das grüne Team auch Angriff. Und zwar hier auf den. Ach, da ist schon ein Wachmann da. Gibt's ja gar nicht. Das ging ja schnell. So. Jetzt sind die anderen da. So, das müsste jetzt gleich erledigt sein hier. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, wir lassen das mal so. Und Kampfmodus können wir eigentlich ausmachen. Haben wir keinen Sicherheitsmodus ausgerufen, oder? Laufen mal die Leute hier rum? Ja, gut. Das, nicht, dass es wieder vergessen geht. So, hier werden jetzt Karotten angepflanzt. Da wird gerade Getreide geerntet. So, meine Hühnchen haben alle Hunger. Gefühlt, diese Musik läuft jetzt schon seit einer halben Stunde. Ich meine, es gibt ja insgesamt 12 Lieder von dem Spiel hier. Ich weiß nicht, warum er als dasselbe spielt, oder? Ich weiß nicht, können wir da irgendwie mal sagen, dass er was anderes spielen soll? Sounds. Die Musik ist schön, aber so auf Dauer einfach immer dasselbe Lied. Ich weiß nicht. Vielleicht spiele ich das doch wieder ein. Ich kann ja auch die Musik einfach einspielen über einen Musikplayer anstatt über das Spiel, dann ist das, kann ich selbst entscheiden, welches Lied läuft. So, wir achten mal darauf, wenn jetzt gleich das Lied zu Ende ist, ob es dann immer noch dasselbe gibt. Was ist da los? Ach, du frisst da auch von. Aha. Warte mal, vielleicht müssen wir auch hier unten mal. Wenn die natürlich hier unsere Sachen wegfressen, müssen wir vielleicht hier auch noch mal was aufstellen. Vielleicht ist das auch mit dem Grund, damit, also vielleicht ist das auch mit dem Grund, warum wir nicht so viel Essen da haben. Ich mag ja eigentlich die Tiere bei uns hier. Was war das denn? So, dann machen wir das wieder zu. Gut. Mehr Nachrichten? Nee, keine Mitteilungen. Okay. So, hier wird schwer angebaut. Warte mal, können wir denn hier vielleicht, obwohl jetzt hier Felder sind, können wir dann trotzdem hier, nee, es geht nicht. Da springen natürlich auch eine ganze Menge Füchse zwischen den Straßen rum, gell? Ich will nicht so viele Füchse fangen. Ja, die Baustelle geht irgendwie nicht weiter hier. Ich weiß nicht warum.
haben die zu viele Aufträge oder was? Man kann leider ja auch nicht diesen Arbeitsablauf von den Leuten, Aufgaben, weitere Informationen. So, das ist es nicht. Jobfähigkeiten, Attribute, Zufriedenheit, Rucksack. Rucksack ist leer. Zufriedenheit. Essenzufriedenheit ist schlecht. Okay. Geschwindigkeit ist super. Jobfähigkeiten 0. Ausrüstung sieht schon mal ganz gut aus. So, die sind jetzt alle damit beschäftigt. Ich weiß nicht, vielleicht ist doch, also ich, vielleicht mache ich das auch falsch, dass ich denen alle keine Arbeit zuweise. Naja, aber es gibt ja Bergleute, gibt es ja eigentlich gar nicht. Die regeln Standardaufgaben wie Ressourcen abbauen, Zeug rumtragen oder Gebäude bauen. Ja, ist okay. Was haben wir hier? So. Ja, jetzt kommt ein anderes Lied. Naja, gut. Ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder rum. Wir haben jetzt heute nicht so viel geschafft, weil hier irgendwie nicht weitergearbeitet wird. Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Gib mir doch mal einen Tipp, was ich machen könnte, damit hier weitergearbeitet wird. Also ich habe echt gerade keine Idee, was wir da machen können. Ich glaube, Holz haben wir jetzt ein bisschen auf Lager liegen auch. Und wenn jemand von euch weiß, wie man diese Lagergrenze aufheben kann von 3000... Das wäre auch super, wenn wir das ein bisschen beheben könnten. Wir haben jetzt gerade 2800. Ja, es ist aber viel zu wenig. Es ist viel, viel, viel zu wenig. Das hier geht ja gar nicht. So, wir sind jetzt angekommen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch eine Treppe hier hochbauen. Da könnte man da oben unseren Wachposten aufbauen, aber hier muss erstmal fertig gebaut werden. Das müssen wir allerdings in der nächsten Folge machen. Ja, ich sag dann erstmal Tschüss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt auch morgen wieder zu. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie eine Idee habt, was wir noch machen können, damit hier die Baustellen beendet werden. Bis dann, macht's gut. Tschüss.